Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Wie es aussieht, wohl die letzte Folge mit den letzten drei Linien. Und wir fangen gleich an mit Linie 53 Stadtverkehr. Ein grauer, verregneter Nachmittag in der Stadt. Doch auch an solchen Tagen wollen Fahrgäste befördert werden. Auch wenn der Fahrplan eng ist, bewahren Sie Ruhe und fahren Sie auf der nassen Fahrbahn vorsichtig. Nur keine Hektik. Ja, sieht nach einer ganz ordentlichen Strecke aus. Wenn man das so vergleicht. Ja. Let's go! Schön bei Regen und Nebel. Und sogar Gewitter. 27 Haltestellen haben wir hier vor uns. Ja, könnte eine etwas längere Fahrt werden. Was war das jetzt bitte? Alter Schwede. Fängt schon gut an. Forestdale. Nächster Halt, Selston Vale. Ich denke mal, wir müssen hier auch etwas vorsichtiger fahren. Da die Straßen rutschig sein können. Und der Bremse ist wohl auch etwas länger, wie es mir scheint. Nächster Halt, Mayday Hospital. Kennen wir mittlerweile auch schon gut. Dass der andere bitte grün wird. Bin extra etwas vom Gas gegangen, damit wir nicht ganz anhalten müssen. Weiter geht's. Nächster Halt, Shepiston Lane. Auf der rechten Seite ist das Hospital und hier ist Shepperton Lane. Leicht kriminelle Aktion, aber ging es nicht anders. Den Typen gleich mal die Vorfahrt hinter uns. Huch. Da hat das Spiel irgendwie rausgetappt. Wie so auch immer. Und jetzt war ich gerade etwas abgelenkt. Sorry dafür. Barking. Sind wir hier? Und ein paar Meter weiter gleich die nächste Haltestelle. Lohnt sich wirklich sehr. Barking downtown. Oh Mann, Leute. Könnt ihr doch nicht machen. Nicht
versuche eigentlich wirklich den Fahrplan einzuhalten im Video. Aber ich glaube mal, gegen Schluss könnte das wirklich knapp werden. Oder besser gesagt, unmöglich. Wonders End. Und vielleicht geht's schon weiter. Yeeting. Nächste Halt Hail End. Noch 18 Haltestellen haben wir vor uns. Und wir sind eigentlich noch ganz gut im Zeitplan. Ja, gut. Das war jetzt mein Fehler etwas. Dann nehme ich halt wieder etwas den Kurt mit, geht nicht anders. Aber da sagt ja niemand was dazu. Von daher kein Problem. Wenn wir jetzt schnell genug sind, schaffen wir das zu grünen Ampeln. Ja, du solltest vielleicht die Kurve nehmen, Bus. Oh Mann. Zehn Sekunden Verspätung in Stratford. Nicht gut. Nächste Halt Custom House. Das Custom House war ja der Schiebeturm von Pisa, genau. Da waren wir jetzt auch schon ein, zwei Mal. Und da bin ich jetzt viel zu schnell gewesen. Gut. Minus 5 Punkte. Wegen den geöffneten Türen. 14 Haltestellen. Oh shit, oh shit! What the fuck war jetzt das? Ja, mach's halt noch schlimmer. Naja, das klingt jetzt gar nicht gut.
gleich das nächste Ding mitnehmen, macht es schwierig. Da blieb ich irgendwie an der Wand wohl hängen, hab mich gedreht und dann gleich noch die Lampe mitgenommen. Und fast noch das Feuerwehrauto. Nice. Sehr gut. Das hat jetzt Zeit gekostet. Und auch Punkte. Eine Minute Verspätung. Komm schon, wird grün. Bitte auch grün werden. Hä? War das jetzt wirklich eine Vollbremsung? Hat sich eben nicht so angefühlt. Aber gut. Das Spiel weiß es wohl besser als ich. Hier hinten. Straße links rum. Bitte bleibt grün. Ja. Okay. Um die Kurve gedriftet. Kann man mal machen. Vorbohren. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr einsteigen, wenn ich das gesehen hätte. Aber muss jeder für sich selber wissen. Ich höre wieder einen Helikopter. Könnte das vielleicht wieder die City Hall sein? Die hinter uns oder neben uns liegt irgendwie so. Victoria. Graham Barnett. Weiter geht's. Ah, vor uns ist der Helikopter. Ach ja, der Helikopter ist ja am Gericht, stimmt. Und das ist der dann hier auf der rechten Seite. Gut, sieht man's. So, jetzt haben wir nur noch glückliche Fahrgäste im Bus. Ist doch auch ganz gut. Recht schön den Springbrunnen. Björnwald. Nächster Halt ist Polizei. Auf 7 Haltestellen haben wir vor uns. Wie oft ich jetzt schon diesen Satz gesagt habe. Mehr grün, komm schon bitte, grün werden. Nice. Zum Glück fährt hier keine Straßenbahn in der Mitte, sonst wäre es noch schlimmer. Und gleich geht's schon weiter zu Rose Lane. Ernsthaft schon wieder.
schalten. Hier werde ich irgendwie so 10 Strafpunkte bekommen. Nicht sogar mehr. Nimm die Kurve, danke. So, nächster Halt, Super Sport North. Das habe ich jetzt noch nie gehört, diese Haltestelle. Fast mit der Höhe aufpassen. Okay, hier links ist wieder das Stadion. Okay, dann könnte es doch sein, dass ich diese Haltestelle schon mal angefangen habe. Ja doch, kann gut möglich sein. Barnaby Todridge, Tooting und Terminal South. Ja, das kommt mir als bekannt vor. Nächster Halt Barnaby. Bitte wird grün. Sollte jetzt noch auf der Fall sein, gut. Sind wir jetzt hier bei Barnaby? Und jetzt kommt Totwitch. Go, 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 du schaffst das, komm schon. Vielleicht sollte man auch nicht immer den Gang wechseln. Wenn man den Berg hochfährt. Ein Parkbonus 60 Punkte. Schaffen wir noch die 5000 Punkte? Könnte vielleicht möglich sein. Gut. Ich wollte nur schauen, ob man vielleicht so Punkte sammeln könnte. Geht allerdings leider nicht. Tooting. Und ein Fahrgast, der zum Terminal will. Auch gut. Hat einen privaten Bus für sich. Finde ich ja ziemlich nice meistens, wenn man dann noch allein im Bus ist und jemand anderen hat, den der einen stören kann.
Meistens eher so gegen Abend oder auch am Morgen früh. Ne, morgen nicht. Schon eher am Abend, ja. War es meistens so der Fall. Oh shit. Alles gut, ich hab's im Griff. Nice. Für die Fahrgäste 65 Bonuspünktlichkeit 43%. Naja, nicht so gut. Dafür Bonusfahren 105. Aber 12 Strafen fürs Fahren. Schlecht. Trotzdem noch die 4800 Punkte. Keine Ahnung, wie das beides irgendwie zusammengerechnet wird. Das ist irgendwie komisch gemacht. Naja. Weiter geht's mit der gefährlichen Tour. Sie müssen 10 gefährliche Strafgefangene vom Airport zum City Jail bringen. Die Häftlinge sind hohe Tiere in der Verbrecherwelt. Deshalb erwartet man Befreiungsversuche. Bleiben Sie möglichst in Bewegung, um das Risiko zu minimieren. Bauen Sie keinen Unfall und richten Sie nicht unnötig Schaden an. Reine Vorsichtsmaßnahme. Viel Glück. Das wäre sie jetzt noch, wenn irgendwie plötzlich eine ungeplante Straßensperre wäre oder so etwas. Aber cool, so zum Abschluss wieder eine etwas speziellere Fahrt. Nur diesmal bei Winter und Schnee, was das Ganze ja. Oh shit. Ja, nice. Aber gut, dass ich mich freue, wenn ich eine Vollbremsung mache. Irgendwie lustig. Aber man sieht schon, das Ganze hier ist jetzt recht großzügig abgesperrt. Und sehr übertriebene Polizeipräsenz. Wirklich sehr übertrieben. Wäre eigentlich besser, wenn vor und hinter mir ein Polizeiauto fahren würde. Aber gut, das wäre dann wohl zu realistisch. Irgendwie komisch, dass fast gar niemand unterwegs ist. Vielleicht ist der Pickup vor uns ja jemand, der jemanden hier befreien möchte. Aber ich denke mal nicht. Wäre irgendwie ein sehr großer Plot-Twist, wenn da was passieren würde. Helikopter auf uns. Fünf Checkpoints haben wir noch. Weiter zum nächsten Checkpoint. In 1,7 Meilen. Diese Busse haben halt echt keine Power.
Ich versuche jetzt mal hier mein Glück. Über den Standstreifen hier abzukürzen. Um Zeit gut zu machen. Oh, das war knapp. Leider ist der Verkehr wirklich sehr dicht. Wenn man jetzt eine Polizeieskorte hätte, wäre das Ganze viel einfacher. Aber ich bin ja hier nicht der Chef. Denn das Ganze hier regelt. Ich bin bloß der Busfahrer. Und tu, was mir gesagt wird. Sollte passen, die Form. Ich glaube ja, für uns gelten die roten Ampeln ja nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Gut. War ich richtig? Dann dürfen wir die einfach überfahren. Aber natürlich mit Sicherheit. Wow. Was passiert hier bitte? Dann geht es hier gleich rechts rum auf die Landstraße und der Helikopter macht wieder crazy stuff. Dort vorne ist dann der zweite Checkpoint und dann gibt es gleich nur noch einen. Und der ist dann wohl ein City-Jail. Nehme ich mal schwer an. Okay, die Anzeige unten links stimmt auch nicht wirklich. Distanz 0. Aber wir haben noch einen Checkpoint vor uns, also irgendwie stimmt da etwas nicht richtig überein. Aber das soll mich jetzt nicht stören.
So, da sind wir auch schon am Jail angekommen. Mit einem Riesenaufgebot von Polizei und Feuerwehr. Und haben noch ganze 9 Minuten. Nein, stimmt nicht. Nice. Aufgabe erfüllt. Pünktlichkeit 100%. Bonusfahren 6. Strafe fahren 4. Ja. Ganz okay. Die Sträflinge hatten ja Freude an meinen Vollbremsungen. Und somit haben wir endlich Urlaub. Nach diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ...35 Linien haben wir uns den Urlaub hart verdient. SES Transport hat eine Tour für die besten und fleißigsten Busfahrer organisiert. Sammeln Sie die Glücklichen in der ganzen Stadt ein und bringen Sie sie rechtzeitig vor dem Abflug am Abend zum Airport. Holy shit. Um die ganze Map. Da ich bei 30 Minuten bin, würde ich sagen, spare ich mir das für die letzte Folge auf. Weil das ist wirklich übertrieben. Ich denke mal, das wird etwa 30, 40 Minuten gehen. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns wirklich beim nächsten Mal wieder bei der allerletzten Folge von The Bus Driver. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.